Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr WLAN-Unterstützung deaktivieren könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst auf Einstellungen, dann auf Mobilfunk, dann scrollen wir ganz runter und haben wir hier den Button WLAN-Unterstützung. Dies wird in den meisten Fällen genutzt oder die meisten nutzen es, wenn der WLAN-Empfang schlecht ist, schaltet er automatisch auf Mobilfunk um. Das kann man machen, muss aber nicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel kein großes Datenvolumen hat, ist es schlecht, diese Funktion anzuhaben. Deswegen wird empfohlen oder würde ich so machen, den Haken rauszumachen. Dann ist halt, wenn kein WLAN da ist, dann ist halt kein WLAN da und dann schalten wir WLAN aus. Man guckt zum Beispiel ein Video und man ist zu weit weg vom WLAN, in dem Fall der Fritzbox. Automatisch zieht er dann über mobile Daten und wenn man keine Flat hat, also diese Flat, wo dann halt YouTube und ähnliches nicht vom Datenvolumen runtergeht, führt es dazu, dass natürlich das Datenvolumen sehr schnell verbraucht wird. Erst recht, wenn man dann später oder wenn man dann 5G hat, dann ist das auch sehr, sehr schnell aufgebraucht. Deswegen diese Funktion immer deaktivieren. Und somit switcht er nicht automatisch auf Mobilfunk, wenn der WLAN-Empfang schlecht ist. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und von Daumen hoch, würde ich auch freuen. Dankeschön.